trotz Niesels und auch stärkerem Regen, Rodler sind keine Schönwettersportler. Die Verantwortlichen des FIL-Laufs, Gesamtleiter André Hederer, Rennleiter Frank Müller und Bahnchef Danny Reinhold, sowie zahlreiche Helfer sorgten trotzdem für annehmbare Bedingungen für alle Wettkampfteilnehmer. Auch beim 39. Phil Sommer Cup galt es in den unterschiedlichsten Altersklassen, den zahlreich angereisten Favoriten ein Schnippchen zu schlagen, was teilweise auch gelang. So sahen sich die Junioren-Doppelweltmeister Juri Gatt und Ricardo Schöpf aus Österreich eher am Ende ihrer Konkurrenz. Auch der Deutschland-Cup-Erste Timon Grancagnolo musste dem Slowenen Tomasz Wawerczak den Vortritt lassen. Lok-Matador Pascal Kunze, Zweitplatzierter des Deutschland-Cups, kam auch nur im Mittelfeld ein. Hingegen bestätigte Florian Müller seinen Platz 3 vom Deutschland-Cup. Ein reines ESV-Lok-Podest gab es hingegen bei den Männern. WM-Kader Chris Eisler siegte vor Tim Jungheinrich und Tobias Lenk. Der Lange war darüber hinaus wie Ex-Bob-Pilotin Kathleen Martini begehrter Gesprächspartner. Martini unterstrich einmal mehr, auf der Bahn, auf der sie das Rodeln gelernt hat, ist sie nicht zu schlagen. Sie gewann das Frauenrennen ebenso souverän, auch wenn sie die trockenen Stellen nicht ganz wie gewollt getroffen hatte. Du bist trotzdem gefahren, da wo nass ist. War zu flach, definitiv. Bei den Juniorinnen setzte sich die zweite der Weltjugend-Challenge Lisa Lerch aus Österreich gegen die Lokalmatadorin Sina Zöllner durch. Hingegen kam die Weltjugend-Challenge-Siegerin Bianca Petrikova aus der Slowakei mit der Bahn gar nicht zurecht. Hier ging der Sieg nach Oberwiesenthal an Lina Marlin Schmidt. Über 120 Teilnehmer nutzten mit ihren Trainern und Betreuern den diesjährigen Phil Sommer Cup. Das Bahnjubiläum wurde nicht explizit begangen, aber das herzliche Beieinander und gemeinsame Sporterlebnis stand auch im Vordergrund dieses Wochenendes.